Herzlich willkommen in meiner Firma Schlosserei Oldorf. Ich habe hier ein altes GU-Schloss und da soll die Drückernuss kaputt sein. Eigentlich sieht man das auch schon, dass die ziemlich abgenutzt ist. Ich öffne mal eben hier die Schrauben, drehe ich mal eben einmal raus. Dann öffne ich einmal den Deckel und das ist hier die Drückernuss, die drückt hier drauf und dann kommt die Falle nicht mehr raus. Und wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann funktioniert das Ganze. Ne? Die Falle ist wieder eingedrückt. Wenn ich hier drauf drücke mit dem Finger, dann kommt die Falle raus. Okay, jetzt klemmt das so stark, dass es nicht mehr will. Nehme ich mal eben hier die Hülsen raus, lege da einmal hinter und mache die vorsichtig hoch. Und hier sehe ich auch, dass der Stift weggebrochen. Das kommt auch noch dazu. Da ist er, da steckt er da drin. So, jetzt nehme ich die Nuss hier raus. Und diese beiden Teile muss ich jetzt erneuern. Jetzt einmal die neue Nuss. Setze ich da mal eben rein. Ja, und schon sieht man hier, das funktioniert wieder. Das heißt, wenn ich hier vorne drauf drücke, geht das Ganze wieder. Gut, jetzt muss ich mal eben gucken. Das habe ich gerade gesehen, ich habe keinen von dem mehr da. Gut, schaue ich mal eben, was ich mache. Gut, ich habe jetzt den Stift nicht da mit dem Pinökel dran. Also habe ich mir jetzt ein Loch reingedreht, Gewinde reingeschnitten und mache da rein. Jetzt säge ich die noch mal eben ab. Dann gucken, ob ich hier irgendwo einen Stift. Oh, ich muss meine Werkbank aufräumen. Da. So. Ein Stift. Mache ich eine Markierung. So, jetzt kommt der gleich dahin, wo der hingehört. So, dann habe ich das auch erledigt. Der hat auch die Länge. Das sind nämlich, das sind 3 mm Stift ist das. Okay, der hätten wir noch ein bisschen rund machen können. Gut, dann haben wir die Nuss da drin. Dann müssen wir das Schloss mal ein bisschen ölen. Muss mal eben ein bisschen was auf der Nuss drauf. Kommt da noch was hin? Das läuft gleich runter, wenn ich das Schloss eingebaut habe. So, dann machen wir hier noch was hin. Für Drückernuss mache ich gleich was drauf. Die Zahnräder kriegen noch mal ein bisschen was ab. So, dann ist das auch okay. Dann kommt die Feder da rein, das Führungsteil. Dann machen wir die Zange. Immer so ein bisschen, mal kriege ich es ganz schnell hin und mal nicht. So, würdest du dann mal bitte einrasten hier irgendwo? Eingesetzt. Dann kommt das Teil da rein. Das kommt hier hin.
ein bisschen Öl kommt da drauf. Verdünnen wir das Ganze noch mal ein bisschen. Dadurch verläuft das nämlich gleich besser. Also das Schlossöl, was ihr da jetzt habt, wird ein bisschen dünner. Kriegt also eine andere Konsistenz. So, was ist wieder drin? Das funktioniert auch wieder. Schrauben wieder rein. Andere Schraube muss dahin. So, dann wackelt gleich die Kamera ein bisschen. Gewackelt. So, damit hat das wieder volle Funktion. Einen Türgriff benutzen hier. Na, die Drückernuss bewegt sich wieder. Das funktioniert auch einwandfrei. Das Teil ein bisschen zurückmachen. War ein bisschen dicht dran alles, ne? Okay, das funktioniert auch. Sachen sind alle eingebaut. Und damit ist das wieder einwandfrei. Das war die alte Drückernuss. Die geht jetzt in den Müll. Das heißt, ich habe da noch was vor mit. Lege ich noch was mit ihm dahin. Gut, dann kann ich jetzt wieder zum Kunden die Sachen wieder einbauen. Und die Tür geht heute wieder zu. Das war ein altes GU-Schloss, ein M4, also mit RM4 oder MR4 so, weil hat hier Rollen. Ja, das war's dann von meiner Seite aus und dann freue ich mich wieder auf mein nächstes Projekt.